Ja, moin, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 3. Wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar haben wir den Raubzug abgeschlossen. Das heißt, wir haben den nächsten Zug ausgeraubt. Hat wieder ganz gut Kohle gebracht, $200 immerhin. Kann man nicht meckern. Und jetzt reiten wir zu unserem... Oh, warte mal. Wildschweine hatte ich noch nicht. Wildschweine hatte ich noch nicht. Die sammeln wir mal ein. Das ist das erste Mal, dass wir Wildschweine erledigt haben oder gesehen haben. Deswegen nehmen wir die mal mit. 2 Stück direkt. Ist gut für unsere Jagdbilanz plus Premiere. Ne? Kann man machen. Ja, die haben auch ordentlich was dabei. So, verstauen wir das hier mal. Und das andere hole ich mir eben auch noch. Und dann, wie gesagt, gehen wir direkt zur nächsten Mission, zu Maika. Kann man machen. Ich versuche immer nebenbei wilde Tiere einzufangen. Wenn es auf dem Weg klappt, dann ist es schön. Wenn es nicht klappt, dann soll es nicht sein. Aber es ist nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt. Das Blöde ist nur, wenn man dann irgendwann abkackt und die ganzen Felle hinten auf dem Pferd gespeichert, gelagert hat. Weil das Problem ist, dass das dann alles weg ist. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Hatte ich ja jetzt schon 2 Mal oder so. Eigentlich müsste ich jetzt in der Theorie, müsste ich jetzt im Idealfall einfach unserem Lager. Unser Lager. Da ist unser Lager. Okay, ist sehr weit weg. Irgendwas Rotes ist da gerade aufgetaucht. Mann, hier schon. Lange. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon, dass dort irgendwas war. Aber ich nicht wusste was. So, jetzt weiß ich auch was. Eine Klapperschlange. Und da deswegen hatte auch unser Pferd so eine Panik. Kann ich gut verstehen. Nein. Das kann auch ein Pferd sein Leben kosten. So, das ist die erste Klapperschlange, die wir gehäutet haben. Ich habe gleich 2 neue Tiere erwähnt. Warum schießt? Halt. Fällt mir nicht. Ja. Oh, help. Oh shit. Oh shit. Oh Mann, Alter. Eine Fresse. Seht ihr, es ist wieder dieses... Warte mal. Ich will, jetzt ist aber eine coole Sache, die wir austesten können. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt, um etwas auszuprobieren. Und zwar... Ich habe keine Ahnung, was diese Typen da gemacht haben. Warum die direkt auf mich losgegangen sind. Das regt mich schon mal wieder ein bisschen auf. Aber... Was mich jetzt interessiert ist, habe ich jetzt laut Spiel gar kein Wildschwein gefangen? Oder zählt das trotzdem als gefangen? Weil das ist auch interessant zu wissen. Moment. Ob wir jetzt hier noch eine Klapperschlange... Doch, haben wir. Wildschwein haben wir. Und... Klapperschlange haben wir auch.
Sehr gut. Okay, zählt also trotzdem. Hätte mich jetzt auch geärgert. Aber wie gesagt, die Fälle sind weg. Hatte ich eben gerade angekündigt. Ihr werdet es jetzt sehen. Hinten keine Fälle mehr drauf. Ah, läuft. Ja, und das waren irgendwelche Vögel. Da habe ich mir jetzt ein weiteres Kopfgeld eingeheimst durch die. Läuft. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Aber egal. Aufgeschüttet. Das Nervige ist, dass wir gegen Baum geritten. Jetzt hätte ich die, glaube ich, fertig gemacht. Ich meine, es waren nur drei. Locker machbar gewesen. Aber das kam, erstens hat es mich überrascht, dass die erstmal direkt auf mich geschossen haben, obwohl ich nichts gemacht habe. Und zweitens, ja. Vom Pferd aus kämpfen ist nicht so geil. So, dann wollen wir mal jetzt einfach zu dem Spot, wo es weitergeht. Zunächst habe ich sogar zwei Missionen. Ich dachte, ich hätte nur eine Mission. Wir haben sogar zwei Missionen. Dann gehen wir erstmal doch hier hin, weil es ist deutlich näher dran. Da reiten wir eh dran vorbei. Mann, dann hätte ich die verdammten Fälle. Ah. Dann hätte ich die verdammten Fälle auch echt mal dort abgeben können. Naja. Ich habe trotzdem. Nee, das Fleisch müsste auch weg sein. Aber selbst das müsste weg sein. So ärgerlich. Das ist aber halt genau das, was ich meine. Eigentlich darf man in dem Game nicht sterben. Das heißt, jeder Konfrontation, die ihr habt, geht ihr am besten aus dem Weg. Geht ihr am besten aus dem Weg. Wirklich. Ich weiß, es ist eigentlich cool. Ist die mal eben über den Haufen. Dass mir das noch nicht gefallen, dass die mich anschießen. Und so weiter und so fort. Aber mit den Gegnern ist es Spaß. Ihr seht, wie schnell das geht. Gut, ich bin auch noch gegen Baum geritten. Egal, aber auch so, die hatten mich schon getroffen. Und dadurch, dass man hier kein Maschinengewehr oder so hat, sondern halt einfach diese Gewehre, sind nicht so dolle. Da kann man nicht einfach so mal eben jemanden komplett auseinandernehmen. Oh, Muni. Legt auch auf. Buschig drauf. So, das nehme ich eben noch mal mit. Wenn ich jetzt ins Lager gehe, dann habe ich jetzt wenigstens was dabei noch. Habe ich jetzt wenigstens was dabei. Komm da nicht mit leeren Händen. Jetzt darf ich mich nur nicht wieder direkt töten lassen. Das wäre schlimm. Oh, den hatten wir sogar noch gar nicht. War auch ein Tier, was wir bisher noch nicht hatten. Okay, boy. Let's go. So, falls wir noch irgendwas oder irgendwem auf dem Weg dorthin begegnen, können wir das auch noch über den Haufen. Wenn wir eh gerade schon zu unserem Lager gehen, da kann man vielleicht noch das eine oder andere auf dem Weg. Pferd geht's auch wieder gut, hat ein bisschen Energie getankt in der Zeit. Das ist auch nicht schlecht. Auch dafür lohnt sich das, einfach mal anzuhalten. Tankt das Pferd mal wieder ein bisschen Energie. Eternity waits
Okay, sehr, sehr gut. Gut. Gut für deine Ewigkeit. Gibt's keinen Bock auf so eine Sidequest. Einfach mal weiter durch. Er hat es langsam im Arsch. Keine Gegner, besser ist es. Feinde. Warte mal. Oh. Wir sind, gehen gar nicht zu unserem Lager. Hä? Wo ist das Lager denn? Ne, wir sind in Valentine. Der Lager ist da, glaube ich, irgendwo. Stoppt. Ah, ich glaube da. Da, ja, da ist das Lager. Keine Tiere mehr auf dem. Dann. Aber so. Immer einfach so. So. Feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? Got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Yeah. Huh. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Good morning, sir. Gucken, was genau wir hier vorhaben. Oh, Waffenladen. Gun store. Yep. Can you, head in, pick up a sniper rifle? A sniper? I'll explain later. Hello, how can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Eh, shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. Okay. Dann schau ich da mal rein. Katalog durch. Ein guter alter Waffenladen.
Ganzen. Wir sollen irgendwas mit dem Stern rufen. Rolling Black. Okay. Das sogar kostet uns. Okay, perfekt. Rücken 30 im Katalog zu. Harmonies. Revolver. Repetiermunition. Kostet ja nicht viel. Hol einfach von allem etwas. Verringert die Abnutzung aller Waffen dauerhaft. Verbesserte Patronen. Wird die Munitionskapazität der Repetiergewehre, Gewehre und Flinte dauerhaft um 5. Waffengeräte oder die Munitionskapazität dauerhaft um 5. Jetzt noch mal gucken, ob da noch eine Waffe dabei ist für uns, die vielleicht was für uns taugt. Feuerrad, Vermintgewehr, höhere Feuerrad, Nachladezeit, Genauigkeit. Alles nicht. Da. Ganz ordentlich. Fadenbeit. Ich würde sagen, die nehmen. Oh, ist verschlüsselt. Kann ich gar nicht kaufen. Nervt nämlich diese Feuerrad. Aber man sieht ja auch nicht, wie viel Schuss die haben. Nervt auch. Naja, egal. Lassen wir es ja. Vielleicht kommt in einer anderen Stadt, gibt es dann auf einmal viel bessere Waffen. Dann haben wir den Salat. Kriegswaffenrang. Das für die Großwild ja konzipierte Rolling Block Gewehr von Litchfield bewährt sich mit seiner hohen Feuerkraft und dem Zielfernrohr auch perfekt im Gefechten auf Entfernung ist mehrere Teleskope Vergrößerungsstufen aus, weil damit kann ein Scharfschütze den Überraschungsmoment nutzen und sein Ziel aus der Ferne ausschalten. Mit dieser Waffe sind nur Einzelschüsse möglich. Sie kann Standard hoch Splitter Express und Munition. Okay. Klingt nach sehr viel, was wir noch gar nicht kennen, was wir noch gar nicht aus.
Wollen wir weiter? Sure. Let's go. Was er vorhat. Come on, boy. Ich hoffe, das bringt wirklich Kohle. Und Kohle sehr, sehr gut gebrauchen. Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. Come on, dig those spurs in. How hard is it to ride with me? Bin aus Versehen der roten Linie gefolgt, deswegen war ein bisschen dick abgekommen. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Okay, das ist jetzt genau die. Jetzt immer noch nicht raus, was wir vorhaben, aber gut. Ich glaube, wir werden es jetzt erfahren. Was für eine Landschaft, Leute. Was für ein Ausblick. That the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close, at least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Mal schauen. Okay. I think that's them over there. What now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Get a ranch. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. That ought to do it. Mal gucken, ob das wirklich reicht. Right. Let's go round them up. Oh, eine Herde zusammentreiben, das haben wir auch noch nicht gemacht. Boy, let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. Much. Those cowboys I know are dumb as trees. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Treiben wir sie zusammen. Treibt die Schafe zurück zur Herde. Das schaffen wir. Dank. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way, trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Okay.
Wollen wir die Schafe mal dorthin treiben? Vielleicht müssen wir denn mit den Schafen? Bis dort. Mein Gott. Auf Weg. Vor allem sind nicht gerade die schnellsten. Okay. Like I said, I'll handle this. Ja, ja, einfach ist es aber nicht. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Pause, Leute, und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Dann, Leute, bleibt stabil, haut da rein und vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Jeden Tag um 15 Uhr kommt eine weitere Folge. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.